Ja, Doug Spradley ist bei mir, Trainer von Raster Vechta. Wie hat der Raster-Coach seinen ersten Stoppelmarkt überstanden? Ich lebe noch, aber es war schon ein interessantes Event, auf jeden Fall. Wie viel Achterbahnfahrt steckt denn in der neuen Raster-Saison? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe nur eine. Ich hoffe nur eine. Aber die Jungs sind gut zurückgekommen, die sind hochmotiviert und es macht momentan sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Können Sie einen kurzen Einblick geben in den Stand der Vorbereitung? Ja, wir sind immer noch in unserer Empfindungsphase. Viel über das Konditionarbeit, viel mit die Verteidigungssystem zu verstehen und zu lernen, die Angriffe, was die Spieler oder was ich erwarte von den Spielern. Es ist natürlich eine komplett neue Mannschaft, so muss jeden Kleinigkeit erstmal über alles gesprochen und dann arbeiten wir Schritt für Schritt nach vorne. Wir stehen hier vor dem Rathaus. Hier hat Raster Vechta im Mai 2013 und im Mai 2016 den Aufstieg gefeiert. Sehen wir uns im Mai 2018 wieder? Diese Frage ist gestellt im Mai 2018. Aber das ist ein langer Weg. Viel muss passieren. Viel Glück dabei. Aber wir haben eine gute Truppe. Wie weit wir kommen, wir werden sehen. Am Samstag steht die offizielle Saisoneröffnung an. Die Eisbären Bremerhaven gastieren im Rasterdom. Was erwarten Sie von diesem Testspiel von Ihrer Mannschaft? Einfach, dass er alles gibt, dass wir natürlich nicht alle Sachen ruhen läuft, das ist normal. Wir haben ein paar System rein, aber das war's. Jeden wird spielt, aber ich warte natürlich, dass die Kampfgeist da, dass der Teamgeist da ist und von das wollen wir die Mannschaft aufbauen. Okay, vielen Dank.